Hey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start am letzten Montag und willkommen zu Cut the Rope Magic. Holy shit, also Cut the Rope, wenn ihr es noch nicht wisst, ich habe das früher total gern gespielt. Ich habe den Vorgänger davon gespielt und es ist ein mega lustiges, tolles und gut gemachtes, naja, Puzzlespiel. Normalerweise kosten die immer so, naja, ich denke so 79 Cent oder so haben die damals gekostet. Das war so eins der ersten Spiele auf meinem alten iPhone 4 damals. Momentan ist dieses neue Spiel hier sogar gratis, ist die App der Woche. In letzter Zeit überzeugen mich wirklich die Apps der Woche. Manchmal sind die nicht so gut, aber momentan sind die echt gut. Und heute werden wir das neue Spiel testen. So, es ist immer das Ziel, dass wir dieses, ich weiß gar nicht, was es genau ist, Candy essen. Also, dass unser Frosch, ist das, ich glaube, das ist ein Frosch. Dass unser Frosch das Candy oder die Süßigkeit oder die Kugel da in der Mitte in den Mund kriegt. Früher konnte man auch, wenn man da draufklickt, also genau auf das Ding, was man dann essen muss, also das Ziel des Spiels, konnte man sogar die Form ändern. Also, das war dann zum Beispiel ein Donut oder so. Es gibt dann verschiedene Sachen, die man machen muss. Zum Beispiel hier muss man die Seile kaputt machen, beim anderen muss man irgendwie Schalter umlegen oder so. Also es ist echt nice gemacht. Das Ding ist, man kann das Level abschließen, indem man nur das in den Mund befördert oder indem man alle Sterne sammelt. Und es wäre am sinnvollsten, wenn man alle Sterne sammelt und nicht das so macht. Das war jetzt nur ein kleines Beispiel, wie man es machen kann. Man kann es aber auch anders machen, indem man das so macht und dann bekommt er genug Schwung und müsste da reingehen. Dann haben wir zwei. Jetzt müssen wir noch den dritten bekommen. Wie bekommen wir den dritten? I don't know. Wie bekommen wir den dritten? Ah, okay, nein. Hä? Heaven ist schon in Level. Hä? What the fuck? Wie geht das da rein? Wie bekommen wir den rechten Stern? Wait, wir bekommen den rechten Stern so. Aber wie können wir es hinkriegen, dass er das dann nicht isst? Gibt es hier irgendeinen speziellen Trick? Wenn wir das so... Wir klicken jetzt mal da drauf. Als kleiner Hinweis. Ich weiß, das habe ich gemacht. Und dann? Oh, was? Wie? Das will ich jetzt nochmal sehen. Wir haben das gemacht. Und dann? Was habe ich denn da anders gemacht? Oh, das ist so rund. Okay. Dann soll das darüber... Okay, ich verstehe. Alles klar. Heaven ist mit Level 2 überfordert, obwohl ich das Spiel früher total gern gespielt habe. Aber okay. Wir wechseln jetzt... Sowas gab es im Alten zum Beispiel nicht. Wir können jetzt hier das nur abschließen. Abschneiden. Okay, verstehe. Wow, Heaven, so dumm. Okay, ich gebe mir jetzt Mühe, ja? Es gibt sogar Geschenke, okay. Das ist neu. Also sowas gab es damals nicht. Es gab dann einfach so ganz viele verschiedene Level, die man dann abschließen musste, hat man so eine neue Box bekommen und jede Box hatte so ein unterschiedliches Setting, wie zum Beispiel, keine Ahnung, beim einen gab es dann, what the fuck, wie sind wir jetzt hier, beim einen gab es zum Beispiel Zauberhüte, dann sind die so, dann ist man in den Zauber, ist das, zum Beispiel ist die Kugel oder dieses Candy in den Zauberhut reingefallen, auf der anderen Seite wieder rausgekommen und so, dann gab es ganz viele verschiedene Sachen, das war echt nice. Was müssen wir hier machen? Holy shit. Ich glaube, wir müssen den erstmal ändern. Dann haben wir einen eingesammelt. Und wenn wir das machen, passiert nichts. Ich verstehe. Heaven versteht. Wir machen jetzt das und das. Okay, nice. Also die haben jetzt das so eingebaut, dass man selbst die Person wechseln kann. Und dann... Das muss man machen, um neue Sachen freizuschalten. Okay, es ist jetzt wie so eine Weltkarte aufgebaut. Oder wie so ein Puzzle. Ja, wie so ein... Wie soll ich das sagen? Wie so ein Spielbrett. Okay, und da muss man halt verschiedene Sterne sammeln. Oder man muss Sterne sammeln, um dann das nächste Level freizuschalten zu können. Das ist Luftschloss. Das nächste ist Pilzland. Dann gibt es Zauberwald und so weiter und so fort. Okay, gut, gut. Evan zeigt jetzt seine Skills. So, das heißt ja auch Magic. Okay. Also, ich denke, wir schneiden nur das ab und dann kommt das dahin und dann... No! Okay, es hat fast geklappt. So, wir machen jetzt das und dann...
No, okay, er muss dann, wait. Machen das jetzt nochmal, Pust und Fall, yes. Ach, der muss auch überleben, okay. Er muss auch wirklich überleben. Okay, gut. Wechseln wir. So, und dann zack. Okay, gut. Das heißt, er darf nicht nur das essen, sondern muss auch auf der Plattform dann wirklich stehen bleiben. Next game. Ich denke, wir pusten ihn in der Form erstmal hoch. So, dann pusten wir ihn hier hoch. Und dann pusten wir ihn nach da unten. Und dann kommt das dahin und er isst es. Okay, perfekt. Nice. Next level. Es wird von Level zu Level natürlich dann immer komplizierter, aber es ist echt gut gemacht. Okay, ich denke, wir... Sollen wir schon mal wechseln? War das gut oder war es schlecht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir müssen das so machen und dann so. Und dann bekommen wir das eine und dann bekommen wir das andere. Okay. Neuer Versuch. Erstmal so. Nein. Weiter. Und jetzt. So, was haben wir jetzt bekommen? So. Ändern. No. Das war zu schnell. Er darf das nicht essen. Wir müssen noch das andere sammeln. Brauch keine neuen Juwelen. Nein, ich will auch keine Videos ansehen. Ich will das Level nochmal machen. Wir wollen das perfekt machen. Jetzt mal so. Zack. Zack. Und jetzt so. Okay. Und dann wird das jetzt... No. No. Okay, nochmal. Nein. Nochmal. Ja, und... Zack. Und zack. Person ändern und hoch und jetzt. Yes. Okay, gut. Gut. Bisher läuft es optimal. Wir kriegen das hin. So, next level. Was gibt's jetzt? Irgendwas. Ah, das sind die Diamanten, die wir eingesammelt haben. Okay. Braun? Nein. Okay, hier werden wahrscheinlich dann Zaubertränke. Ja, die habe ich gespielt. Ich habe Cut the Rope Original und Cut the Rope 2 gespielt. Beide habe ich gespielt. Die waren unglaublich cool. Die sind nicht mehr auf dem Handy drauf. Die habe ich auf meinem alten Handy noch drauf. Und ich glaube, ich habe die bis auf das letzte Kapitel, die mit Updates kamen ja immer wieder neue Sachen dazu, habe ich die freigeschaltet. Habe ich alles schon geschafft. Hier muss man nichts machen. Doch. Was muss man hier machen? Muss man, glaube ich, Dings werden, oder? Wait. So, okay. Ja, man muss das einfach einmal einsammeln. Und ja, also ich habe die alle da abgeschlossen, die Level, habe ich in mehreren Stunden dann immer in, ich glaube in der Schule haben wir das sogar in der Pause gespielt und so. Okay, ich glaube wir nehmen einmal das, so dann haben wir eins abgeschlossen und dann lasse ich es so baumeln jetzt, zack und yes. Ich denke... Wie kriegen wir das denn jetzt weiter, dass es nach da hinten geht? Glaubt ihr, es fällt jetzt da runter? Ja. Und jetzt... Yes. Okay, nice. First try, easy game. Ah, ja, das war echt lustig damals. So, ich glaube, wir nehmen den einmal... Nein, das war, glaube ich, keine gute... War es gut oder war es schlecht? Wir gucken mal, wie es so fliegt. Ich denke, das war alles... Ich hätte nichts richtig. Ich habe alles falsch gemacht, was ich hätte falsch machen können. Okay, das ist schon mal gut. Und er fliegt jetzt da lang. Nur wie kommen wir zu der einen, zu dem einen Stern? Wie kommen wir zu dem einen Stern? Weil wenn ich das abschneide, dann kommen wir nicht mehr da hoch. Das ist das Problem. Und wir müssen da rechts lang. So, und dann... Okay. Ich denke, das wäre richtig, wenn wir das so machen. So, isst der den auch? Glaubt ihr, der isst den? Kriegen wir den hoch? No, okay. Ich glaube aber, es ist so richtig. Vielleicht müssen wir... Nee, ich mach's so und dann... Kriegt er den? No, er kriegt ihn nicht. Dann könnten wir natürlich so machen, dass er ihn so isst. Aber es klappt nicht. Noch ein Versuch. So, no. Noch ein Versuch, so. Nee, dann bleibt er komplett stehen. So, Vogel. Und dann mache ich jetzt...
No. Heaven ist überfordert gerade. So. Okay. Kann er den auch pushen? No. Shit. Wie kriege ich den? Soll ich sagen, ich versuch's mal so. Oh, nein. Nein, er kriegt, ich habe gedacht, er wird weiter nach da, wenn wir es abmachen. Dann bleibt er da oben hängen. Shit. Der Idiot einfach nur. Du sollst nicht essen. God damn. Ich will den Stern da haben. Okay. Das bringt mir aber auch nicht wirklich viel. Dann kriegen wir den Stern. Aber wir kriegen den rechten nicht. Shit, oder? Nee. God damn. Yes? Please? No. God damn. Ich will die drei Sterne haben. Ich will nicht den Hinweis. Dummes Spiel. Es ist bestimmt was ganz Einfaches und ich komme einfach nicht drauf. So. Wir können ihn ja leider nicht fallen lassen. Der fliegt, der geht ja eher nur nach oben. Oh! Nee. Okay, wartet. Ich glaube, wir können das hinkriegen. Ich habe eine Idee. Ja, das war nicht so schlau. So. So. Nee. Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es so ganz klappt. Shit. Er sollte die Kugel da einsetzen, aber ich glaube, es reicht auch nicht, oder? Reicht das aus? Wenn wir jetzt so machen. Der kriegt den nicht eingesammelt. You motherfucker. I'm sorry. So. So, er fliegt jetzt dahin. Okay. Gut. Wir müssen das machen. Wir sammeln das jetzt ein. Okay. Aber dann haben wir wieder das gleiche Problem. Wir kommen nicht zu dem Rechten da. God damn. Wie kriegen wir da... Ich will es jetzt wissen. Was müssen wir machen? Ja, das haben wir auch gemacht. Zack, ja. Alles klar. Kein Problem. Und jetzt abschneiden. Okay, und jetzt das abschneiden. Und jetzt das abschneiden. Ja, aber wie kommen die denn zu dem einen Stern? Das ging doch nicht. Ach, jetzt. Ja. Ey, kommt schon. Das ist unfair. Nach, goddamn. Okay. Gut, gut. Zwar zu viel für Heaven. Man, ey. Macht's was, schubst, das schubst uns an, okay. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, ich weiß, wie es geht. So, abschneiden. Hoch und wieder runter. Ah, fast. So, abschneiden. Hoch und wieder runter. Okay. So, dann bekommen wir jetzt den Stern und der kommt dahin und dann kommt der. Yes. Seht ihr, es ist immer so, wenn man das nächste Level dann alleine schafft, dann hat man das quasi davor automatisch geschafft, weil das ist ja jetzt schwieriger als das andere. Also habe ich jetzt was Gutes geschafft. Ja, ich war extrem gut. Okay, wie sieht's denn auf unserer Karte aus? Nice, also ich würde euch, wenn ihr mehr von so Spielen sehen wollt, gebt dem Video einfach ein Like. Ich feiere das, also mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. So, hier gibt es dann noch so verschiedene Sammlungen, also man kann auch, glaube ich, versteckte Sticker oder so finden. So, letztes Level für das Video. Mal sehen, ob ich das auch wieder alleine hinkriege. Hoffentlich. Okay, God damn. The fuck. Ich glaube, wir machen erstmal so. Zack. Dann machen wir so. Oh. Das war fast schon zu einfach. Das ist gut. Heaven ist MVP. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das sollte mit Cutthroat Magic gewesen sein. Erstmal für den Anfang. Hat echt Fun gemacht. Und gibt es hier ein Bonus-Level oder wie? Ah, da ist irgendwas für die Sammlung. Okay, verstehe. Oder? Was ist das?
Ist das ein Bonus-Level? Oh, ist ein Bonus-Level. Level 50-1? What the fuck? Ich will nicht Level 50 machen. Vor allem, ich kann nur... Hä? Hä? The fuck? Ich glaube, wir müssen das wirklich so machen. Und dann müssen wir ihn jetzt runterlassen. Aber wir können nichts anderes machen. Ah, wir können das jetzt... Aber, hä? Der schiebt mich ja eher nur runter. Ich hab gerade, er fällt dann jetzt darauf. The fuck? Was können wir denn hiermit machen? Wir können damit auf jeden Fall nichts machen. Wir können nur das eine Seil durchschneiden. Aber das da unten, das bringt gar nichts. Und das andere lenkt den einfach dahin. Aber was bringt das? Ah, dann ist der da... ich dachte fast, er wäre dann da fest und dann kann er da... Aber wie kommen wir zu dem Candy da? Wir können ja nichts damit machen. Hä? Ich will das Level gerne lösen, aber wie? Wie? Wir kommen da nicht raus, außer wir sind so. Okay. Das haben wir gemacht. Und jetzt machen wir es so. Und die Kordel bleibt jetzt da. Aber wir können nichts anderes machen. Wenn ich es abschneide... Dann fällt das ja nicht runter, sondern bleibt da. Hä? Jetzt bin ich wirklich leicht überfragt. Wir können... Bringt das? Glaubt ihr... Nö. Alles irgendwie so sinnlos. Wir haben nur diese zwei Funktionen. Was sollen wir denn sonst machen? Wie kommen wir denn zu dem Candy dahin oder zu diesem Teil? Ha, holy shit, Heaven ist überfordert. Wir können nur zwei Samen haben. Wir können ihn ändern und wir können das Seil abschneiden. Wenn wir das Seil abschneiden, verändert sich so gar nichts. Oh, jetzt verstehe ich. Heaven ist gut. So. Zack und abschneiden. So. No, ich glaube, wir hätten es fast geschafft. Es muss nur richtig getimt werden. Yes, so jetzt weiß ich's. Das ist gut, das ist gut. Bin froh, dass ich das hinbekommen habe. So, zack. Und jetzt machen wir das so. Und der sammelt das ein. Und easy game. So, jetzt habe ich extra bewiesen, dass ich der Profi bin. Nice. Aber cool, dass es so kleine Extra-Level noch zwischendurch gibt. Haben wir perfekt abgeschlossen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Let's Test Video wiedersehen. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.